So, willkommen zurück zu Portal 2. Testkamera Nummer 7. Hey, super! Du hast die Portalkanone gefunden. Whitley. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind wir natürlich da drüben Portal und springen dort. Das meistens so. Oder daneben. Geh ihn durch. Ja, mach mal. Na, Whitley, hi. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Und? Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Okay. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also. Oh ja, ja. Also, okay. Ja, also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Ja, also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang mit. Au. Au. Ich. Ich bin nicht tot, ich lebe noch. Nein, ich kann ihn nicht loslassen. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay. Okay, dreh dich wieder um. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Nö. Geh mich hoch und dann raus hier. Nö. Schade. Ich muss Woodley mitnehmen. Und los geht's. Okay. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Okay. Ist das sinnlos? Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Ja. Weiter, weiter. Hallo. Weiter geht's. Los geht's. Aperture Laboratory, yes. Oh, ich lese es immer wieder gerne vor. Ja, ja. Portal 2 ist schon was Tolles. Ach ja, der Sound war zu laut. Machen wir diesmal so. Und weiter geht's. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Ja, erklär mal. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Okay. Sie lebt aber nicht. Ich hab sie in Portal 1 umgebracht. Ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein. Na los, Junge. Mach hin. Oh, gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Das ist GLaDOS. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ja, das war ich. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Nö, da hier bin ich doch. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Ja, hier müssen wir in der Testkammer immer die Kerne reinwerfen von GLaDOS. Ich spoilere. Okay, die Treppe runter. Wer Portal 1 nicht kennt, tut mir leid. Das ist doch... Ich werde immer noch festgehalten, das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Ja, jetzt geht's gut. Hab ich. Ganz hervorragend. Ah, entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Ja. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Ich auch nicht. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Ja, dann mach mal auf hier. Angeschlossen. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ja, ist aber wohl cool. Okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay. Oh nein. Ganz ruhig, alles wir legen alle Schalter um. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Alle Schalter auf. Power up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Okay. Wir können sie noch aufhalten. Jetzt baut sich. Das kann ich hacken. Sie baut sich wieder zusammen. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Er probiert wohl jetzt alle Buchstaben durch, oder wie? Ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo?
schnell umdrehen. Du bist es. Du Hallo. Kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Gut. Danke der Nachfrage. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Ups. Was? Sie erinnert sich also an mich. Oh nein, 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 nein. Anscheinend. Nein, 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 nein. Ja. Oh. Wir haben beide Whitley. Vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. Ist er jetzt tot? Nein. Ja, nein. Ich weiß es nicht. Du sie hat ihn ins Wasser Testen geworfen, oder? Zu lieben. Sie hat ihn ins Wasser geworfen. Es ist gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Okay. Ich liebe es auch. Sie möchte mich jetzt nicht aber daran werfen, vorher oder? Vorher müssen wir noch etwas erledigen. Sie möchten jetzt nicht mit mir testen, oder? Ja, war doch mal Lava drin. In Portal 1. Okay. Der Ladebildschirm ist sehr spannend, yeah. Und wir fallen. Und können uns nicht bewegen. Und das war knapp. Und ja, wenn wir wieder nach oben wollen, müssen wir ganz schön viele Testkammern bewältigen. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Okay. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Ach, sie schenkt uns, das ist einfach so. Da war ein Herzkubus. Oh. Nein, nicht nach unten sehen. Du hast nicht umdrehen. Ach, das ist es schon, oder was? Einfach so. Einfach so, einfach. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Das ist auch nett. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Ah, im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Das ist nicht gut. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Das heißt, du magst weißt mich du, jeder nicht. Andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Das kann ich mir vorstellen. Ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Okay. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Ja. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist. Ja. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Ich glaube, sie mag und danach, mich nicht. Wer weiß. Ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ja. Ich glaube, sie kann mich nicht ganz leiden. Ich habe ihr doch nichts angetan. Zumindest jetzt nicht. Noch nicht. Vielleicht mache ich das ja noch. Teil 2. Der Kaltstart. Vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Das war Zufall. So. Ich stelle mal auf. Und okay. Falscher. Pow. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Ja. Doch du solltest dich zügeln. Ich bin gibt gut, noch oder? So viele Tests. Steht ja irgendwie wo die Etage oder so, vielleicht. Weil wir fahren ja immer weiter runter und ich will nach oben. Wir sind ja schon sehr tief gefallen. So, was passiert jetzt? Wieder mal hier. Zum nächsten Test gehören Entmutigungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Ja.
Das ist Whitley. Der ist Whitley. Er lebt noch. Okay. Oh, der kommt zurück. Au. Backup. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Also, okay. Das Ding fällt mir hin. Au. Au. Okay. So. Die Umlenkungswürfe funktionieren, indem ich sie halt umlenke. Damit erstelle ich mir Treppen. Mache hier oben eine Portalfläche. Mache hier unten eine Portalfläche. Nehme den Würfel wieder weg. Ich springe durch die Portalfläche hindurch. Stell den Würfel als Türöffner hinauf und geh durch. Schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Das ist aber nett von dir, GLaDOS. Ja. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Ich bin also jetzt noch ein Testsubjekt. Und das noch eine ganze Weile. Es ist bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Okay, was passiert jetzt? Oh nein, ich will da hoch. Okay. Setzen wir mal da runter eins und über uns eins. Machen den einen auf. Noch einen. Ah ja, da. Machen wir das mal so und machen wir das mal so. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Oh, das ist aber nett von dir. Ich bin noch schwerer geworden. Nach dem Winterschlaf. Das ist aber sehr nett. So, was wartet jetzt auf uns? Na, mach mal hin, klar, dass hier, hast du noch Zeit gehabt, als vorhin ihr gemacht habt. Die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Oh, das war knapp. Wir lassen hier mal eins. Und da drüben eins. Drücken auf den Knopf. Und schauen, was passiert. Ein Kubus ist heruntergefallen. Was können wir mit dem Kubus machen? Wir können ein Portal hier erstellen. Das anmachen. Ah ja, ich verstehe. Und... Stopp. Nein, stopp. Nein, stopp. So. Ach so, ja, dann brauche ich ja gar nicht erst stoppen. Hier nehme ich, dann nehme ich den nämlich noch mit. Und springe. So, und jetzt ein rotes und dann muss ich einfach hier ein blaues. Wow. Ah! Autsch. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Das war schon etwas schwerer. Nicht so langsam hier hin. Du brauchst erstmal Zeit, hier um es aufzubauen. Klar, das jetzt wird mir ja nicht frech. Jetzt mal schnell auch Schuhe geben können. Was wartet jetzt auf uns? Bin ich wieder mal gespannt. Das Drama machen wir noch und dann mache ich wieder mal Pause. Schade, ich wollte mir jetzt einen Kubus mitnehmen. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das hier wird alles neu aufgefrischt. Also dann viel Glück. So, was muss ich jetzt machen? Hier lande ich einmal. Dort kommt ein Kubus raus. Anscheinend, wenn ich dort drauf drücke.
Was war das jetzt? So. Und gelandet. So. Oh ja. Den muss ich also fangen. Jetzt hab ich. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Vor allem nett. Nett, vor allem Ding. Also, die scheuen sich keine Mühen und kosten auch nicht. So. Ich würde sagen, weil die kann man so schnell gehen, machen wir noch eine. Ist ja kein Ding hier. Ich habe nämlich gerade keine Lust, Stopp zu machen. Dann viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. So, was passiert hier? Komm schon, hier kommt ein Kubus. Wir springen einfach mal und schauen, was passiert. Dort drüben ist ein Test. Oh. Ach, ich hab's nicht geschafft. Wir machen aber uns zurückporten. Autsch. Setzen dort das rote Portal hin und machen das ganze Prozedere nochmal. Yay! Yay! Und hüpp! Und zufällig treffen wir genau da drauf. Und Ansicht vergrößern. Interessant, interessiert mich herzlich wenig. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Lass uns alles mal auf den Schalter da krachen. Ah ja, jetzt kommt der Kubus, zap zap zap. Fliegt da rein, fliegt drauf und die Tür wird uns sich öffnen. Versenkt. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Nee. Das war eine Metapher. Achso. In Wirklichkeit meinte ich dich. Och. Es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, nee, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Ja. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Ich glaube, sie mag mich nicht. Nein. Echt nicht. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher als... So. Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ich glaube, sie hat versucht, mich zu erschrecken. Doch in dieser Testkammer werden wir den zweiten Part von Portal 2 auch beenden. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht und Peace out. Bis zum nächsten Mal.